und ich bin da. Kinder. Hallo. Nachbesprechung. Kevin, Käppi runter. Frau Breitenbusen hat mich gebeten, dass ich mit euch nochmal die Geschichtsklausur durchgehe. Sie hat mir eure ganzen Antworten gegeben. Und ich erinnere nochmal daran, die Klausur ging über das antagonistische Weltbild in der Mitte des Römischen Reiches. Und die erste Antwort, die ich lese, ist: Wie fühlt es sich an, wenn man einen geblasen bekommt? Von wem? Von wem? Nein, von wem ist die Frage? Das war... Okay, also das fühlt sich an wie ein warmes, aber immer noch rohes Stück Schnitzel. Was dir... Alter, was? Zweite Frage. Ist es normal, dass ich an der Unterhose von meiner Schwester gerochen habe? Ja, also ja, natürlich, weil du bist ein Junge, also ne... Und da wolltest du wahrscheinlich mal riechen, wie so Pussy riecht. Du das jetzt mit deiner Schwester unbedingt machen solltest, aber wie sollst du sonst an sowas anderes rankommen? Ne? Nächste Frage, wie alt sind sie? Meine Güte, das wisst ihr doch, 44. Oder meint er hier Busenbreiten, Frau Breitenbusen, keine Ahnung, wie alt die ist. Top 10 Anmachsprüche. Hi, hallo, wie geht's? Kann ich bei dir schlafen? Ich hab ins Bett gekackt. So. Wie schmecken Hoden? Justin, das war deine Frage. Ich erkenne deine Handschrift. Definitiv. Du und Kevin, ihr probiert das nachher aus. Hausaufgabe. Wie ändert sich die tägliche Hygiene? Jetzt nicht unbedingt für einen Geschichtsunterricht, aber das ist doch mal eine vernünftige Frage. Ja, also in der Pubertät ist ja klar, eure Drüsen spielen komplett verrückt. Ihr kriegt fettigere Haut. Alles fängt an, irgendwie mehr zu stinken. Deswegen solltet ihr, sobald ihr in der Pubertät seid, bitte täglich euch waschen an allen Stellen, die dunkel und feucht sind. Das ist unter den Armen und das ist zwischen den Beinen. Da könnt ihr eigentlich auch direkt duschen, weil der Kopfhaut tut das auch mal ganz gut, wenn da ein bisschen was draufkommt. Und im Anschluss bitte Deo. Und zwar das Deo auf die Haut. Nicht auf die Klamotten, sondern wirklich auf die Haut. In die Achsel rein, auf die Haut. Da gehört es hin, nicht auf die Klamotten. Ja? Und dann auch bitte nicht die ganze Flasche, sondern einmal pfft. Reicht. In der Geschwindigkeit, okay? Was ich hier manchmal bei euch rieche, das ist echt widerlich. Entweder gar nichts oder viel zu viel. Warum hat man nach dem Wichsen keinen Bock mehr? Weil du komplett entgeilt bist. Du hast dich halt, während du dir einen hobelst, hast du dich so in Rage gedacht. Deine ganzen Hormone sind hochgekocht. Dann hattest du den Orgasmus und dann sagt der Körper auch, Digga, das war's, vielen Dank. Jetzt brauche ich erstmal ein bisschen Ruhe. Und diese Ruhephase nennt sich auch Refraktärperiode. Das kann bei einigen Jungs Viertelstunde sein, vielleicht auch manchmal kürzer. Und bei anderen Jungs sind es 2 Tage oder auch mal eine Woche oder sowas. Alles komplett im Rahmen. Manche von euch sind direkt wieder knüppelhart und könnten direkt nochmal und andere brauchen halt ein bisschen mehr Pause. Boah, so. Ab wie vielen Jahren darf man XXX haben? Also wahrscheinlich Geschlechtsverkehr. In Deutschland ab 14. Da gibt es noch so 2, 3 kleine Besonderheiten, die jetzt nicht so wichtig sind. So richtig absolut vogelfrei ist man mit 16. Aber ab 14 darf man auch schon. Was passiert bei den Mädchen in der Pubertät? Im Großen und Ganzen das Gleiche wie bei euch. Also sie kriegen Intimbehaarung, sie fangen an, sich sexuell zu interessieren. Das heißt, auch Mädchen können geil werden und auch Mädchen haben Lust auf Sexualität. Dann wachsen bei Mädchen natürlich auch noch die Brüste, die werden größer. Ganze Gebärmutter entwickelt sich. Somit gibt es auch dann auch die ersten Regelblutungen und so. Das ist so ungefähr grob zusammengefasst das, was bei den Mädchen passiert. Ich glaube, ich bin schwul. Ja, herzlichen Glückwunsch, Michael. Schön, dass du diese... Ja, sorry, wir wussten es doch eh alle. Du wirst ein wunderbares Leben führen, daran ist überhaupt nichts schlimm. Und wenn einer damit ein Problem hat, dann ist das das Problem von den anderen und nicht von dir. Ich meine natürlich von irgendwem, der diesen Zettel geschrieben hat, selbstverständlich. Sind 30 cm normal? Ja, schlaff hoffe ich, weil steif wäre das ein bisschen lächerlich. Was kann bei den Jungs in der Pubertät passieren? Ja, ich hatte es ja vorhin schon mit den Mädchen, ne? Also eure Intimbehaarung wächst, ihr habt vielleicht ein bisschen mehr Muskelwachstum, ihr kriegt so langsam Bartschatten, das könnte aber auch jetzt ganz zum Schluss kommen. Eure Stimme wird tiefer, der Pimmel wächst, die Hoden wachsen, ihr habt Bock auf Sexualität, ihr werdet anfangen, euch einzuwichsen und wenn ihr dann einen Orgasmus habt, dann kommt da auch ein bisschen Suppe raus irgendwann, also sprich Sperma. Das kann am Anfang noch sehr durchsichtig und flüssig sein und das wird dann im Laufe der Jahre, wird das dann immer ein bisschen fester und schleimiger. Was magst du lieber, Männer oder Frauen? Es ging um Geschichte. Obwohl, bei mir ist es so lange her, da könnte man schon von Geschichtsunterricht sprechen. Ha! Wie fühlt sich das an, schwul zu sein? Fragt Michael. Wie wichst man am besten? Kinder, das hat in den letzten 100.000 Jahren wirklich jeder Mensch gut rausgekriegt, wie er sich selbst einhobelt oder sich die Pflaume feucht fummelt. Also das werdet ihr ja wohl auch irgendwie schaffen. Mann, Mann, Mann. Was ist Pron?
Pronnen ist gerne mal umgangssprachlich Porn. Das macht man, damit halt die Algorithmen bei YouTube, Instagram, TikTok und sowas nicht anspringen. Man schreibt statt Porn oder Porno, schreibt man Pronn. So, das ist einfach nur, es ist genau dasselbe. Es geht, im Grunde geht es um Pornos. Nacktfilme. Wie orieren Mädchen? Ihr meint wahrscheinlich onanieren. Da sprecht dann Bio bitte mit Frau Klötenkämper nochmal drüber. Im Grunde können die sich aussuchen, ob die sich was in den Vulva-Kanal, in den Scheidenkanal einführen und oder am Kitzler spielen. Der Kitzler ist oben so ein kirschkerngroßes, wisst ihr, ey, guckt in das Video. Ich habe euch das alles schon mal erklärt. Guckt da rein, da wisst ihr genau Bescheid. Was ist das für eine braune Leitung oder was das ist? Was meinst du damit? Deinen Darm? Deinen Scheißekanal oder was? Ach, hier, unterm Pimmel, dieser Strich, der da lang geht, dieser rot-braune Strich, das ist die sogenannte Raffe. Das ist während der Embryonalentwicklung, wenn sich Hohlkörper bilden, wie zum Beispiel deine Harnröhre oder sowas, dann stülpen sich die Zellen, die sich vermehren, stülpen sich so um, damit da in der Mitte halt der hohle Kanal ist. Und da, wo die zusammenkommen, da entsteht eine Schweißnaht, damit die nicht auslauft. Und diese Naht könnt ihr untenrum immer noch sehen. Das haben Männer und Frauen. Jeder Mensch hat diese Schweißnaht. Bei den Jungs vielleicht am deutlichsten auf dem Sack, denn in der Mitte vom Sack verläuft ja auch nochmal so eine Linie. Oder wo ihr sie auch richtig gut sehen könnt, ist hier. Da oben. Weil im Mund wurdet ihr auch. Also der Mundraumhohlkörper hat sich gebildet und dann oben zusammengeschweißt. Da ist dieselbe Linie wie unten. Bei den Mädels ist es halt versteckt, weil da ist es halt im Vaginalschlitz, der sich bis zum Popo rüberzieht. Anleitung für Sex. Ja, also da kann man sagen, ein Glück, ey. Gut, also Hausaufgabe ist, Justin, Kevin, ihr probiert das mit dem Hodenlecken aus. Michael, dir wünsche ich viel Spaß. Und Frau Breitenbusen ist übrigens wegen euch in Therapie. So, kommt gut nach Hause. Bis denn. Tschüss. Alter, was war denn heute los, ey?